So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dieser Begegnung zwischen unserem FC Grazer Siena und dem FSV 63 Jochenwalde. Unser SCC gewinnt das Spiel mit 2:0 und gesehen haben es hier am Sandsportfeld 2638 Zuschauer. Ja, ich darf herzlich die Trainer begrüßen, unsere Gäste aus Brandenburg, Michael Braune und natürlich den Trainer unseres SCC, Andreas Fatz. Jetzt wollen wir auch wissen, wie die Trainer das Spiel gesehen haben. Herr Braune, bitte Ihre Spieleinschätzung. Ja, vorneweg Glückwunsch an Jena zum hochverdienten Sieg. Ich kann es relativ kurz machen. Wir waren heute über 90 Minuten eigentlich unterlegen gewesen. Nicht nur eigentlich, also wir waren es. Die ersten 20 Minuten gingen noch einigermaßen. Dann haben wir uns immer weiter reindrücken lassen. Durch einen Aufbaufehler gehen wir dann 0-1 in Rückstand. Aber Jena hatte vorher schon genug Chancen, um in Führung zu gehen. Zweite Halbzeit haben wir umgestellt auf unser gewohntes System. Da waren wir im Ballbesitz ein bisschen besser, aber ich glaube, wir hatten nicht einen Torschuss. Jena macht dann relativ spät das 2-0, können sie sicherlich vorher machen. Ich habe aber gerade trotzdem zu meiner Mannschaft gesagt, also ich bin schon stolz auf die läuferische Leistung hier Mittwochabend. Das ist für uns nicht so einfach. Aber ja, wir haben hier verdient verloren. Jena, alles Gute. Ich denke mal, man sieht sich nächstes Jahr noch zweimal. Ich hoffe, dass wir dann am Wochenende hier spielen dürfen und dann sind wir sicherlich ein härterer Gegner. Danke. Ja, danke Michael Braun. Andreas, wie hast du es erlebt? Wie hast du es gesehen? Ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Hallo in die Runde. Das kann ich so unterstreichen, was der Trainerkollege gesagt hat. Wir hatten in den ersten 5 Minuten 2 Riesenchancen, wo wir ein Tor erzielen können müssen. Wir wussten, dass dann trotzdem Luckenwalde alles reinhaut, läuferisch, kämpferisch, und das Leben schwer machen wird. Das haben sie auch gemacht. Wie der Trainerkollege auch gesagt hat, die ersten 20 Minuten mussten wir uns ein bisschen reinarbeiten, mussten ein Spiel finden, haben wir auch vom System umgestellt, wieder auf Viererkette. Deswegen hat es vielleicht auch ein klein wenig gedauert. Wir machen dann zum günstigen Zeitpunkt dann vor der Halbzeit 1-0. Und ja, wussten, dass wir geduldig bleiben müssen, weiter unser Spiel durchbringen und immer wieder auch vorne den Gegner in Bewegung bringen und halten müssen. Und ja, waren dann relativ spät, hätten vorher das Spiel schon klar entscheiden müssen, aber nichtsdestotrotz 2-0. War eine gute Leistung von den Jungs, haben sich ordentlich reingearbeitet, eine gute Reaktion gezeigt, auch eine tolle Unterstützung von der Tribüne gehabt, muss man echt sagen, es hat Spaß gemacht. Hat die Jungs vielleicht auch noch mal ein Stück weit mehr motiviert, angetrieben. Von daher, ja, eine tolle Leistung von der Mannschaft, kann man darauf aufbauen. Und wir freuen uns jetzt auf Sonntag, auf ein ordentliches Spiel. Da geht es uns dann vielleicht mal so, wie jetzt heute Luckenwalde hierher fahren, nichts zu verlieren. Und in der Position sind wir jetzt mal am Sonntag. Wir können das Spiel dort genießen, können dort in einer guten Position reingehen. Der Druck ist jetzt beim BFC, nicht bei uns. Von daher freue ich mich drauf, die Jungs freuen sich drauf, Trainerkollegen und der Mannschaft auch alles Gute und eine gute Heimreise. Danke. Ja, vielen Dank, Andreas. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte. Andreas, wird man da ein bisschen nervös, wenn das zweite Tor nicht fällt? Der Gegner hat noch nie eine Chance, denkt man da. Das kann eigentlich gar nicht gut gehen. Ja, was heißt nervös? Natürlich wartet man dann auf die Erlösung vielleicht, auch das zweite Tor, dass es noch Sicherheit gibt. Der Gegner hat immer wieder gute Umschaltmomente gehabt, haben da auch drauf gelauert, haben auch vorne den einen oder anderen schnellen Spieler. Deswegen mussten wir, dass wir da immer wach sein müssen, in der Restverteidigung mutig sind, nach vorne verteidigen. Klar, wünscht man sich dann das Tor früher, aber nichtsdestotrotz habe ich da Vertrauen in die Jungs, dass sie ihr Spiel durchziehen. Im Ballbesitz haben wir immer gute Möglichkeiten und Lösungen. Von daher, ja, nervös nicht, aber man wünsche sich, dass es dann etwas einfacher vonstatten geht. War dir klar, dass das Tor nur Kraus schießen kann? Doch, ist ja schön, wenn du das Mikro nimmst. Ja, wunderbar. War dir klar, dass das nur Kraus heute schießen konnte, das zweite Tor? Das ist mir nicht egal, wer die Tore macht. Ich freue mich für ihn, da er jetzt auch wieder so zurückgekommen ist, nach einer kleinen Verletzungspause. Und deswegen freue ich mich, aber mir ist es egal, wer die Tore macht. Wichtig sind die 3 Punkte, das zählt und alles andere ist egal. Michael Ulbrich vom Bild. Ja, ein bisschen mehr Pech hatte heute Fabian Eisele, der sich wieder nicht belohnt hat für viele Chancen. Er hat uns gerade draußen gesagt, dass er jetzt noch nichts vom Verein gehört hat, kein Signal bekommen hat. Würdest du jetzt als Trainer gern mit ihm verlängern wollen? Ich denke, das gehört jetzt nicht hierher.
Das ist auch erstmal nicht grundsätzlich meine Aufgabe. Fabi hat sich aufgerieben. Natürlich will er ein Tor machen als Top-Stürmer. Ja, die meisten Tore von uns und will natürlich auch immer wieder nachlegen. Das ist doch klar, kann ich auch verstehen. Ich wünsche es ihm auch, weil er sich heute auch wieder die Chancen erarbeitet hat. Sonntag hat er die nächste Gelegenheit. Und da bin ich mir auch sicher, dass er dann noch wieder treffen wird. Gibt es weitere Fragen? Dirk Pille nochmal, ganz kurz. Vor dem BFC-Spiel, du hast gesagt, ihr seid quasi der Außenseiter jetzt, aber ihr habt BFC zu Hause dominiert. Also erinnert man sich dann an sowas am liebsten und spielt das den Spielern auch nochmal vor? Natürlich, wir haben BFC zu Hause geschlagen und warum soll uns das nicht nochmal gelingen? Wir bereiten uns gut darauf vor, BFC macht natürlich einen Lauf, BFC gewinnt seine Spiele regelmäßig und wissen, dass da auch ein harter Brocken auf uns zukommt. Wir spielen zu Hause, wir wollen natürlich auch vor heimischer Kulisse das Ding für sich gestalten, das ist doch klar. Aber nochmal, wir haben jetzt nichts zu verlieren, wir können da ganz befreit hinfahren, ohne Druck. Und wollen natürlich jetzt mal den Gegner ärgern, so wie es uns jetzt immer in den Heimspielen auch ging. So, wir lagen, hallo DZ. Sollte gegen den BFC der Sieg wiederholt werden, wie sehr kann man sich dann freuen oder doch ärgern, weil es letztlich für den Ausgang der Saison vielleicht nicht mehr die Rolle spielt? Grundsätzlich freue ich mich über jeden Sieg, über jeden Dreier, den wir einfahren. Und natürlich wäre es jetzt nochmal ein Highlight, jetzt auch beim BFC Punkte mitzunehmen, beim Spitzenreiter das Leben schwer zu machen. Und das ist unser Ziel. Und ja, über andere Sachen brauchen wir uns nicht Gedanken machen oder ärgern oder hätte, wenn und aber. Die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Und wir versuchen jetzt aus den letzten Spielen, die verbleiben, alles rauszuholen und die erfolgreich zu gestalten. Und dann natürlich über den Sieg, wenn es denn so kommt. Aber erstmal muss gespielt werden. So, gibt es noch Fragen zu diesem Spiel? Gibt es nicht mehr, dann darf ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche unseren Gästen alles Gute und gut nach Hause. Bis allen noch einen schönen Abend. Dankeschön.